So, wir sind jetzt zu Hause vom Seminar und ich habe immer noch Gelüste, mir richtig viel Scheiße reinzuballern. Nico, isst du mit mir Scheiße? Burger King? Volles Programm? Ganz so, aber schon Scheiße. So halbe Programm. Halbes Programm, aber ganze Scheiße. Was willst du essen? Ich frage, ob diese neuen Burger da, die in Angebot drin sind, in Action, weißt du? Die Cheesy Signature-Dingens. Ja, sowas in der Art. Keine Ahnung, ob die Signature jetzt hier war, oder bei Maggis, I don't know. Aber ach, die neuen auf jeden Fall mit dem Käse. Ach, guck mal, ich habe ein Paket bekommen. Du? Von, man sieht's nicht, Sportnahrung Engel. Engel ist Sportnahrung. So, guck mal, was es da gibt. Ich hab voll Bock auf einen Hot Brownie mit Eis. Wie lange hast du jetzt schon sowas nicht mehr gegessen? Boah. Ey, bestimmt ein Dreivierteljahr, glaube ich. Ich glaube, Dreivierteljahr ist bestimmt her. Was sonst passiert bei dir morgen? Reden wir nicht drüber. Ja, so schlimm? Ja, es schmeckt am nächsten Tag schon immer. Das, also, schon nicht gut für die Verdauung und den Körper und so. Willkommen am Burger King. Ihre Bestellung, bitte? Hi, ich hätte gern einmal den Champion Cheese im Menü, bitte. Was möchtest du dazu? Fanta und wenn es gibt, Curly Fries. Habt ihr Curly Fries? Curly Fries haben wir leider nicht. Dann halt normale Pommes. Aber welches Getränk wollen Sie denn dazu zu dem Champion Cheese? Eine Fanta, bitte. Alles klar, kommt dazu noch was? Ja, die normalen Pommes. Ja, die sind also standardmäßig schon dabei, deswegen. Nochmal den Champion Cheese. Auch im Menü. Ne, einzeln. Ja. Den Cheesy Barbecue Beef. Ja, auch einzeln. Auch einzeln. Was ist dieses Plant-Based? Plant-Based ist auf Pflanzenbasis, sprich vegetarisch. Also Fleisch, was kein Fleisch ist. Genau, dann ist dann kein Fleisch drauf. Haha, okay. Gibt es die Chili Cheese Fries auch im Menü? Mit dazu? Ja, die können Sie statt Pommes nehmen, wenn Sie wollen. Oh shit, ja, das ist eine gute Idee. Lass das machen. Bei welchem? Egal. Achso, beim Champion Cheese wollen Sie das machen? Ja, von mir aus. Kommt noch was bei Ihnen dazu? Als Getränk hätte ich gerne Coke Zero. Okay. Achso, soll ich dann aus dem Champion Cheese Menü machen oder aus dem Cheesy Barbecue? Also wir haben zweimal zwei Menüs mit dem Champion Cheese. Einmal normale Pommes und Fanta. Den anderen Champion Cheese wollen Sie einzeln. Tut mir leid, da war ich gerade ein bisschen verwirrt. Sorry. Zwei Champion Cheese im Menü. Einmal mit normalen Pommes, einmal mit Chili Cheese Fries, oder? Korrekt. Einmal mit Fanta, einmal Coke Zero. Alles klar. Und dazu war noch ein Cheese Barbecue Beef, aber der war einzeln, ne? Genau. Kommt dazu noch was? Ja, bitte ein Hot Brownie mit Eis. Alles klar. Dann macht das 31,26, bitte. Perfekt, vielen Dank. Aber bevor es an die große Fressierung geht, ganz lieben Gruß, gibt es erstmal eine Ladung Enzyme und, um das Schlimmste zu verhindern, Berberin. So, was sind da alles für Enzyme drin? Also auf jeden Fall Deichstim, das ist ein patentierter Komplex. Steht das hier drauf? Enzymkomplex, okay. Nein, aber es ist nicht aufgelistet, welche genau drin sind. Wenn es interessiert, googelt mal Deichstim. Kann man das bestimmt nachlesen. Das ist noch eine. Die Pommes. Oh jawohl. Zeig mal her den Aal. Der sieht gar nicht schlecht aus. Der sieht gar nicht schlecht aus. Ja. Kann man nicht meckern für einen Burger King Burger. Ja, Alex. So, gucken wir mal, wie der Burger aussieht. Die sehen dann echt immer ein bisschen anders aus. Was ist das für eine Audi? Sieht ganz schön fresh aus. Guten Appetit, Herr Sommerfeld. Guten Appetit, Herr Sommerfeld. Mmh. Da sind Jalapenos drauf, das wird lustig morgen. Lel. Oh, das ist echt geil. Lecker, lecker. Ey, das ist echt gut, ey. Wirklich? Mhm, das ist echt gut. Was gibt's bei dir? Heute haben wir mal hier Reiscreme oh. Im Repertoire. Wenn man ein bisschen auf die Umwelt achtet, ne? Ja. Aber dafür. Was gibt's bei dir zu essen? Oh. Ein Pancake aus Zucchini und Ei. Zeig. Sieht man das? Ja, sieht man. Neidisch? Voll. Was glaub da drin? Eiklar und Zucchini. Ja. Das sind richtig, guck mal, fette Champignons drauf. Sicher, dass du dafür. Ja, stimmt. Geil, ne? Mhm. So, mal Test, Achtung. Verstehe ich. Mhm.
Die Soße ist brutal lecker. Mhm. Nice. Geschmacklich lohnt sich das. Mal gucken, ob ich das morgen auch noch sage. Ja. In diesem Sinne, wir essen jetzt auf und dann geht's ins Bett. Bis morgen früh. So, jetzt ist 4 Uhr 14. Ich kann einfach nicht schlafen. Ich bin jetzt das zweite Mal wach. Und mein Magen fühlt sich schon so an, als hätte ich eine Flasche Wodka getrunken. So, guten Morgen am neuen Tag. Ich glaube, man kann mir kaum ansehen, dass ich müde bin. Obwohl ich relativ lange geschlafen habe, es ist jetzt 8.30 Uhr. Es gibt erstmal eine Runde Cardio auf die Ohren hier bei meinem netten Fahrrad. Und dann gibt es Frühstück. Und zwar ohne Carbs. Und dann geht es erstmal ins Beintraining. Gucken wir, dass wir den ganzen Rott da raustrainieren. Jetzt machen wir mal kurz einen kleinen Formcheck, gucken uns das Elend an. Und dann geht's aufs Fahrrad. Bevor wir aber auf das Cardio-Gerät gehen, muss ich erstmal kurz gucken, was ich wiege. Ja, das sind ein paar Pfund zu viel, glaube ich. Wenn Nil das erfährt, kriege ich richtig Ärger. Das Fahrrad war die beste Investition überhaupt. Es kostet ein paar hundert Euro, aber man erspart sich, wenn es morgens zum Beispiel regnet, dass man unbedingt im Regen rausgehen muss. Das ist schon ziemlich ein Luxus. Oder morgens extra die Sachen zu packen, um ins Gym zu fahren. Das sind 30 Minuten des Tages, die man sich da sparen kann. Das ist schon echt geil. Außerdem, ich kann hier halb verpennt einfach drauf und fahre mich hier so in Trance und werde währenddessen wach. Kann heute zum Beispiel ist Sonntag meine Formchecks bearbeiten. Hier mein Handy mit am Start. Kann hier ganz gemütlich arbeiten, während ich ein bisschen YouTube gucke. Und mein Cardio mache. Jetzt habe ich hier noch gute 6 Minuten. Die Kleine hat schon mein Gemüse angebraten, so wie das riecht. Dann geht's Frühstück. So. Bisschen schwitzig, aber das Video endet jetzt. Gibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich würde sagen, Operation Opti. Operation Burger King hat gut funktioniert. Ich fühle mich jetzt nicht allzu schlecht, komischerweise. Mag wahrscheinlich aber auch an den Supplements liegen, die ich gestern Abend noch genommen habe. Einmal das Berberin, das reguliert etwas den Blutzucker und dann die Verdauungsenzyme mit dem Digestim von Pi. Ganz lieben Gruß übrigens und danke fürs Retten. Meine Freundin hat mich da auf eine ziemlich blöde Idee gebracht. Die hat letztens auf mein Rührei Erdnussbutter drauf gemacht und seitdem esse ich Mousse-Butter, also so Nussmus, auf meinem Ei. Und heute gibt es das hier. Heute hat sie Pistazie aufgemacht und jetzt gibt es quasi Pistazienmus auf mein Ei. Übrigens, wenn jemand das mal probieren will, von Koro, die machen einen Haufen Nussmus, Mandelmus, wir haben Haselnussmus von denen, braun, weiß, Spekulatiuscreme, die ist übrigens richtig geil. Code findet ihr unten, Code ist Mike auf korodrogerie.de. Gönnt euch. Schaut mal, da hat sich schon Post-Workout, das wird ihr Frühstück, das ist Rice Cream 100 Gramm, die darf nämlich laden heute mit 10 Gramm Pistazie. Das ist mein Post-Workout mit Star Wars Leibniz-Keksen und ihr Rice Cream Post-Workout mit Zero Soße. Jetzt gucken wir uns mal hier an. Pistazienmus. Wie sind denn da die Nährwerte? Das interessiert mich mal. 56 Gramm Fett, 7 Gramm Carbs, 25 Gramm Eiweiß. Nicht schlecht. So sieht das Ganze dann aus. Schon komisch, aber ist bestimmt saulecker. So, probieren wir das mal. Ooh.
Schmeckt halt wirklich einzeln wie Pistazie, nur richtig, richtig intensiv, weil es direkt im Mund aufgeht. Bei Pistazie muss man normalerweise viel kauen, aber hier, das wird richtig sexy bei dem Ei. Ach, geil. So, das ist mein Frühstück. Das chillt jetzt in der Pfanne, bis die Kleine fertig ist mit Cardio. Schatz, wie lange machst du noch Cardio? Zwei Minuten. Geht's los. Für mich gibt's heute keine Kohlenhydrate zum Frühstück. Ich muss das Zeug von gestern loswerden. Ich merke, dass das irgendwie hängt das noch drin. Dann gibt es eine Runde Beine, also Kohlenhydrate raus, Beine rein. Dann gucke ich mal, dass ich mich etwas leerer trainieren kann heute. Dann wird es mir auch später definitiv besser gehen. Nicht, dass es mir schlecht geht. Mir geht es deutlich besser, als ich hätte mir wünschen können. Aber im Training ist nochmal was anderes. Da muss ich schauen, dass mein Magen damit spielt. Bisher gar keine Probleme, null. Also gar nichts, nichts. Bin echt beeindruckt. Und nach dem Training gibt es dann Carbs. Gibt es 50 Gramm Rice Cream heute mit ein paar Leibniz-Keksen. Wir trainieren heute in Waldorf. Was mache ich denn heute? Vielleicht nehme ich euch noch mit. Die Kleine hat Posing-Unterricht. Da kommen heute zwei Damen, mit denen sie da ein bisschen Posen übt. In der Zeit lasse ich mich dann aus und dann geht sie im Anschluss auch noch eine Runde ballern. Ich glaube, sie hat heute auch Beine. Was trainierst du heute? Beine. Doch, Beine. Mhm. Heute 5 Stunden oder nur 2 Stunden? 5. Großer, plus 2. Großer Beintag. Die sind beide groß. Every day is like day. Wie sehr freust du dich aufs Laden? Sehr. Oh, gönn dir. So, jetzt kommt ja noch mein Essen mit drüber. Da stehen auch schon die ganzen Zaps. Lieben Gruß an den Herrn Budesheim für den Zapinizer. Ist jetzt alles drin. Multivitamin, Kurkumin, Verdauungsenzyme, Sleep, Stress Control, der ganze Kram von Peak. So, das muss aber sein jetzt. Geil, ich freue mich. Guten Appetit. Nochmal abschließend Fazit zu diesem ganzen Burger King Essen von gestern. Ich habe zwar sehr schlecht geschlafen, aber mir geht's besser als erwartet. Ich habe kein Sodbrennen gehabt. Ich bin heute Nacht, glaube ich, 3-4 Mal aufgewacht, ist klar. Ich habe keine Magenschmerzen, so verdauungstechnisch gar kein Problem. Also ich bin echt beeindruckt. Woran es jetzt gelegen hat, kann ich nicht sagen. In der Vergangenheit war es so, ich habe einen Burger gegessen und mir ging es wirklich 2-3 Tage schlecht. Ich habe keinen Hunger gehabt. Das hat sich angefühlt wie ein Kater, nachdem man sehr viel Alkohol getrunken hat. Jetzt gar nicht. Also ich fühle mich gut. Ich könnte jetzt direkt ins Training hüpfen. Das ist alles perfekt. Wie gesagt, ich mache trotzdem ein bisschen langsam, Kohlenhydrate ein bisschen runter. Mache heute vielleicht nochmal eine extra kleine Session Cardio auf dem Stairmaster oder so. Aber ich meine, nach dem Beintraining ist man sowieso leer. Und wenn du da nicht direkt wieder einen Haufen Zeug reinklopst, dann passt das. Der Fingercheck funktioniert. Das ist immer so mein... Wenn ich meinen kleinen Finger nicht berühren kann, weiß ich, das, was ich gegessen habe am Vortag, war nicht so gut. Was ich definitiv nicht mehr vertrage, glaube ich, ist Toastbrot. Ich habe jetzt vor 2 Tagen Toastbrot gegessen. Ich war so zugeschwollen mit den Fingern. Ich habe meinen kleinen Daumen, also meinen kleinen Finger nicht mehr berühren können. Das ist heute anders. So, jetzt gibt es noch eine Runde Pistazienmus auf mein Ei. Das steht schon hier bereit. Und dann geht es ins Beintraining. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bisschen knackig, kleines Experiment heute. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut, euer Mike. IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials.